7 Ursachen, wenn die Stirn juckt. Es beißt und juckt auf der Stirn und möchte nicht mehr aufhören? Lesen Sie hier die 7 häufigsten Ursachen für den Juckreiz und was Sie dagegen tun können. Folgendes Problem hat nahezu jeder schon einmal erlebt: die Stirn juckt ununterbrochen, es ist zum Aus der Haut fahren. Weil Kopfhaut und Stirn ständig äußeren Reizen ausgesetzt sind, neigen sie schnell dazu, auszutrocknen und zu jucken. Das kann mehrere Ursachen haben. Welche Ursachen hat eine juckende Stirn? Hauterkrankung ausschließen. Eine juckende Stirn hat meistens keine ernsthafte Krankheitsursache. In erster Linie sollte eine Hauterkrankung ausgeschlossen werden. Zählen und andere Rötungen, Schwellungen, starke Trockenheit oder Schuppen zu den Symptomen, sollte unbedingt ein Hautarzt aufgesucht werden. Auch Allergien können hinter dem Juckreiz stecken. Akne, Pickel können unangenehmen Juckreiz auslösen. Probleme mit Akne treten häufig auf, nicht nur während der Pubertät. Achten Sie auf die richtige Pflege und Reinigung. Vorsicht, oft sind Peelings bei Akne kontraproduktiv und trocknen die Haut nur noch mehr aus. Sonnenbrand, sofern keine Kopfbedeckung die Stirn schützt, ist sie der Sonne stark ausgesetzt, auch im Winter, zum Beispiel beim Skifahren. Vergessen Sie daher nie auf Sonnencreme. Sollte es mal zu spät sein, helfen Aloe-Fra oder eine Tropfenmaske. Falsche Pflegeprodukte, oft trocknen Haarshampoo, Conditioner, Haarspray oder Färbemittel die Kopfhaut und die Haut an der Stirn aus und verursachen lästigen Juckreiz. In diesem Fall hilft nur ein Produktwechsel, um zu testen, welches Produkt der Übeltäter sein könnte. Kopfbedeckung. Wenn Sie gerne und oft Kopfbedeckungen wie Helm, Haube oder Hut tragen, können Schweiß, abgestorbene Hautschuppen und Schmutz die Ursache für den Juckreiz sein. Achten Sie auf Hygiene und waschen Sie die Kopfbedeckungen, wenn möglich, in regelmäßigen Abständen oder lassen Sie sie gut trocknen. Schwangerschaft. Juckreiz ist eine häufige Nebenwirkung während der Schwangerschaft, welche durch Hormonschwankungen verursacht wird. Stress und Nervosität. Die Haut ist ein sehr komplexes Organ und kann unsere Psyche widerspiegeln. Sind wir nervös und angespannt, kann sich dies durchaus psychosomatisch in Form von Juckreiz äußern. Was kann man gegen den Juckreiz tun? Wasser. Bei akutem Juckreiz hilft es oft, das Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen und anschließend mit einer milden Creme einzuschmieren. Nicht teilen. Wer zu Juckreiz an Kopf und Stirn neigt, sollte so manche Gegenstände wie Kamm, Haarbürste oder Helm nicht mit anderen Menschen teilen. Hausmittel. Um den Juckreiz bei trockener Haut zu mildern, können folgende Hausmittel helfen, die sanft auf die Haut aufgetragen werden: selbstgemachtes Aloe-Fra-Gel, Kamillentee, Olivenöl oder eine Haferflocken-Joghurt-Maske.